Bevor wir mit der Ernte anfangen, muss noch einiges vorbereitet werden. In diesem Video nehme ich dich mit hinter die Kulissen und zeige dir, was du für die Verpackung und den Transport des Gemüses vorbereiten musst. Wusstest du, dass die Gemüsepflanze als Lebensmittel gilt, sobald sie von dir abgeschnitten wurde? Deshalb darf das Gemüse nur in sauberen Kisten oder Verpackungen mit Lebensmittelzulassungen gelagert werden. Wie das aussieht, zeige ich dir jetzt. Das hier ist das Verpackungslager. Hier stehen die Verpackungsmaterialien, also Kisten und Folien, auf Paletten gestapelt und eingeschweißt. Das ist wichtig, damit sie nicht von Insekten, Vögeln oder Schadnaggern verunreinigt werden. Von hier aus werden die Kisten mit einem sauberen Anhänger zum Feld gebracht. Da die Verpackung nicht einfach so aufs Feld gestellt werden darf, verbleiben die leeren Kisten während der Ernte auf dem Hänger. Außerdem werden dort die vollen Kisten direkt gescannt und gewogen. Das Gemüse darf ab der Ernte nicht mehr den Boden berühren, weil es ab dem Zeitpunkt der Abtrennung von der Staude als Lebensmittel gesehen wird. Das Gleiche gilt auch für die Kisten, in der es sich befindet. Wenn du die Kisten voll gemacht hast, solltest du also darauf Acht geben, dass du sie nicht einfach auf den Boden stellst oder zwischenlagerst, sondern auf dem dafür vorgesehenen Transporter oder Anhänger. Von dort aus geht das Gemüse sofort in die Weiterverarbeitung, das Kühlhaus oder direkt in den Handel, um eine möglichst hohe Qualität und Frische zu garantieren. Wenn du und dein Team die Arbeit auf dem Feld beendet habt, ist es wichtig, dass ihr die restlichen Verpackungen und den Müll getrennt voneinander wieder mit zum Hof nehmt, damit die Felder und die Verpackungen sauber bleiben. Du hältst den Verpackungs- und Hygieneaufwand für überzogen? Dann überlege dir einmal, wer vor dir über das Feld gelaufen ist. Häufig tummeln sich hier Ratten, Mäuse, Wild- oder Haustiere. Außerdem hast du doch auch Interesse an sauberen Lebensmitteln, oder? Bei der Verpackung und dem Transport des Gemüses gibt es also einiges zu beachten. Verwende nur Verpackungen, die von deinem Betrieb vorgesehen sind und eine Lebensmittelzulassung haben. Sorge dafür, dass sie ordentlich gelagert werden und nicht verunreinigt werden können. Transportiere die Verpackung nur mit sauberen Fahrzeugen oder Anhängern. Stelle volle Kisten oder Schalen nicht auf den Boden, sondern lasse sie einscannen, abwiegen oder lade sie direkt auf. Und nimm leere Verpackungen oder Müll nach der Arbeit getrennt voneinander wieder mit zum Betrieb. Da du jetzt alles Notwendige weißt, können wir mit der Ernte ja loslegen. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du den Rhabarber zupfst und schneidest.